Ja, hallo, ich bin Manuel Rubey und wir sind hier auf den Steinhofgründen. Ich durfte mir einen Lieblingsplatz aussuchen und das ist so einer, weil urban sind wir ja eh alle und es gibt ja zum Glück auch ein bisschen Natur in Wien. Ich habe es nämlich eigentlich sonst gar nicht so mit der Natur, aber das ist ein schöner Kompromiss hier. Ja, das ist ein Lieblingsplatz aus vielen Gründen. Erstens habe ich zwei Töchter und die wachsen relativ ohne Natur auf, also Stadtkinder natürlich. Und das geht ihnen immer gleich wahnsinnig viel besser, wenn sie hier sind, weil sie dann so richtig geerdet werden. Außerdem kann ich hier wahnsinnig gut nachdenken. Außerdem ist es einfach schön. Dann gibt es auch noch die Nervenklinik. Ich habe Zivildienst gemacht auf der Psychiatrie, habe eine gewisse Affinität zu diesen Menschen. Und man kann, ich tue jetzt so, als würde ich auch regelmäßig joggen gehen, das stimmt nur bedingt, aber manchmal laufe ich hier auch und dann kann es passieren, dass man plötzlich einem Reh begegnet. Das ist auch schön. Man sagt ja, die Seele kommt nur zu Fuß mit. Ich bin jetzt kein großer Esoteriker, aber mit dem kann ich was anfangen. Ja. Mhm. Dass alle anderen Fortbewegungsmittel eigentlich nicht Schritt halten oder dass da umgekehrt, dass die Seele oder was auch immer das ist, nicht Schritt hält mit Auto oder Flugzeug. Mhm. Gregor Seeberg, der Weltenwanderer, der meint irgendwie, dass beim Gehen die Masken abfallen, das finde ich großartig. Gleichzeitig möchte ich mich hier jetzt nicht besser darstellen, als ich bin. Also ich finde das alles faszinierend, aber ich bin leider unterm Strich trotzdem ein wahnsinnig fauler Mensch und kann diese Grenzerfahrungen nur von einer Stunde Joggen berichten, wo man irgendwie auch merkt, okay, jetzt geht es irgendwie ans Eingemachte. Das ist aber in Wahrheit natürlich lächerlich im Gegensatz zu jemandem, der um die Welt geht. Aber ich glaube, dass wenn man sich irgendwie, wenn man immer wieder an Punkte geht und darüber hinausgeht und sprich sich immer wieder überwindet, dass man da schon ganz tolle Selbsterfahrungen machen kann. Leider ist es bei mir meistens so, dass die Idee besser ist als die Tat. Also ich finde, dass Wien eine hundefreundliche und kinderfeindliche Stadt ist und damit bin ich nicht einverstanden. Ich habe das Gefühl, dass Hunde in Wien mehr zählen als Kinder und obwohl ich selbst Raucher bin zum Beispiel, finde ich es echt schwierig, dass man in kaum ein Lokal gehen kann mit Kindern, was gerade jetzt im Winter schwierig ist. Und ich wohne im 15. und wohne da eigentlich sehr gern und das einzige Problem ist, dass wir eine irrsinnige Kampfhundedichte haben. Und das ist eigentlich das Einzige, wo ich wirklich Angst um meine Kinder habe, wenn so ein Kampftier um die Ecke biegt und die da vielleicht in Augenhöhe mit dem Fahrrad gerade vorbeifahren. Also das ist echt ein bisschen ungelöst, finde ich. Sonst lebe ich gerne in Wien und finde es auch super, dass Kinder städtisch aufwachsen. Man muss halt, wie gesagt, ein bisschen auf die Natur achten. Aber allein zum Beispiel die Kindergarten- oder Schulwahl, dass man sich's aussuchen kann, weil das finde ich am Land immer schwierig. Wenn du dann eine Schule in der Gegend hast und wenn die gerade nicht passt oder die Lehrerin oder so nicht passt, dann bist du da trotzdem irgendwie gefangen quasi. Und das ist die Großstadt schon gut, finde ich. Frage nach kreativen Prozessen. Naja, was ein Erfahrungswert ist, dass es immer im Loslassen, jetzt bin ich wieder esoterisch, also wenn man sich in einer Sache festbeißt, dann passiert meistens so, dass nichts weitergeht und dann, wenn man sagt, okay, jetzt scheiße ich drauf, dann gehen plötzlich die Knoten auf. Das ist meine Erfahrung. Das kann natürlich in der Natur passieren. Das kann aber auch ganz banal am PC sein oder so. Wir haben selbst eine Internetserie gedreht, die seit letzter Woche läuft. Und zwar jeden Dienstag um 20.15 Uhr ist Start, wenn wir da schon noch ein bisschen gegen die Primetime antreten wollen. Fauna Consulting nennt sich das. Ich spiele einen etwas absurden Lebensberater und der Georg Weißkram, sein Freund von mir, macht Regie und hat die Bücher geschrieben. Und ja, wie gesagt, kostenlos und ausschließlich im Internet und völlig frei produziert, ohne einen Euro Steuer- oder Sponsorengeld.